Hallo und herzlich willkommen bei eurem Schulle auf dem Kanal zum nächsten WoW Add-on Guide. Und ja, jetzt geht's los mit TSM. TSM ist, hatte ich glaube ich bereits im Add-on Guide für Gathermate angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Ein Add-on für Auktionsfarmen, sage ich mal, oder allgemein, wenn man viel im Auktionshaus macht, oder nicht nur das geht eigentlich sogar weit darüber hinaus. Aber also das ist das, wofür ich es einsetze. TSM, Trade Skill Master, heißt es auf gut Deutsch. Besteht aus mehreren Add-ons. Und zwar haben wir hier einmal Trade Skill Master an sich. Trade Skill Master Accounting gibt euch quasi einen Überblick darüber, wie viel habt ihr verkauft, zu welchen Preisen habt ihr Gewinn, Verlust und so weiter. App Helper ist die Schnittstelle zwischen der lokalen Installation auf eurem PC, da kommen wir dann gleich noch zu, und dem nächsten Add-on der AuctionDB. Das ist die Datenbank von TSM, wo Preise, Item-IDs etc. pp. Drin sind. Dann gibt es noch Auctioning. Das ist ein sehr wichtiges Add-on. Hier könnt ihr nämlich einstellen, welche Items ihr mit welchen Stackgrößen, zu welchen Preisen und so weiter und so fort fast automatisch ins Auktionshaus stellen wollt. Crafting, gut, für Berufe nutze ich ehrlich gesagt nicht. Also kann ich euch auch nichts zu sagen, wie das funktioniert. Oder also gleich mal vorweg, ich bin sowieso kein Profi in TSM. Also wenn ihr hier einen Vollprofi-Guide erwartet, wird haarig. TSM Mailing ist ein Add-on, das euch erlaubt, bestimmte Items automatisch an einen Charakter per Mail senden zu lassen. Also wenn ihr ja so wie ich einen Auktionshauscharakter habt und einen Main, der ist Schneider. Hier kauft ihr Stoff, geht zum Briefkasten und das Add-on macht im Prinzip automatisch, wird der Stoff an euren Main versendet. So ungefähr, müsst ihr euch das vorstellen. Shopping ist noch ein sehr wichtiges Add-on. Dort könnt ihr einstellen, zu welchen Preisen ihr welche Items quasi kaufen wollt im Auktionshaus. Vendoring ist, glaube ich, für Verkaufen an normale Händler, nutze ich aber auch nicht. Und Warehousing ist dafür gedacht, um bestimmte Items aus den Taschen direkt in die Bank zu transportieren, sobald man halt mit dem Bankier spricht. So, wichtig fürs Auktionshaus sind daher im Prinzip die Add-ons Trade Skill Master, Trade Skill Master Accounting, Trade Skill Master App Helper, AuctionDB, Auctioning und Shopping. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Add-ons, wenige, okay, Accounting braucht man glaube ich auch nicht unbedingt, aber nehmen wir es mal mit hinzu. Also 6 Add-ons braucht ihr, damit TSM mit in Zusammenarbeit mit dem Auktionshaus funktioniert. Und was ich euch nur sehr ans Herz legen kann, auf der Website von TSM, den Link blende ich jetzt hier einmal ein und packen auch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr euch einen kostenlosen Account erstellen und dort einen Client für Windows oder auch für Linux und ich glaube sogar für Mac herunterladen. Den müsst ihr lokal installieren und auf der Homepage in eurem erstellten Profil dann angeben, okay, von welchem Realm wollt ihr denn die Auktionshausdaten bekommen? Und wenn ihr das dann installiert habt, dann holt dieser Client quasi von der TSM-Website oder von irgendeinem Server, sage ich jetzt mal. Oder beziehungsweise, nee, der hat glaube ich sogar eine API direkt zum Auktionshaus vom WoW. Was da jetzt genau technisch ist, weiß ich aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht, muss ich selber erst nachgucken. Aber dieser Client holt sich auf jeden Fall die aktuellen Preise direkt aus den Auktionshäusern und gibt die über diese App hier, über den die App Helper an die interne AuctionDB weiter. Sehr, sehr geiles Add-on. So, wie gesagt, wenn ihr das alles installiert habt, dann habt ihr, gut, in meinem Fall hier oben, das Add-on Trade Skill Master. Ansonsten im Chat einfach /TSM. Und hier seht ihr schon, ja, die Oberfläche, die GUI vom Trade Skill Master momentan. Noch Version 3.6. Die Version 4 ist in der Beta. Beta-Zugang habe ich leider nicht. Ich habe zwar
mich registrieren lassen, aber leider hat wohl nicht geklappt. Premium-Benutzer haben anscheinend einen sofortigen Zugang zur Beta, aber dafür braucht man einen PayPal-Account. Und den habe ich leider nicht und den möchte ich mir auch nicht machen. Ansonsten würde ich bei den Jungs und Mädels so, glaube ich, sogar Premium-Mitglied werden, weil erstens ist es nicht teuer und das ist dafür, dass das so ein verdammt geiles Add-on ist, kann man die ruhig auch mal in dem Maße unterstützen. Okay, das war der erste Teil des TSM-Guides. Im nächsten Part geht's dann weiter mit Gruppen. Über Gruppen werden dann die Items gesteuert, ne, wie da wie, was, wann, mit welchen Items gemacht werden soll. Also, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vergesst nicht, beim nächsten Mal auch wieder einzuschalten. Und ja, natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet oder vielleicht gelegentlich auch mal im Livestream vorbeischaut. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.